Hallo und willkommen zu meinem zweiten Video über Pocket Option. In diesem Video werde ich auf die neuen Features, vor allem die Leiteroptionen eingehen, die man hier handeln kann mittlerweile. Außerdem werde ich kurz die Anwendung von Leiteroptionen erklären und wofür man sie benutzen kann. Und dann kurz noch auf das Testergebnis der Pocket Option eingehen. Wenn man, wie man sieht, hier draufklickt, also hier unten hat sich das ein bisschen verändert. Wir haben hier die Auslaufzeiten. Hier stellen wir den Betrag ein. Wie gesagt, ich rate dazu, immer nur so 1 bis 3% vom Gesamtkapital zu handeln. Die Leiteroptionen können dann eine Ausnahme sein, nebenbei. Und wenn man hier auf den Strike-Preis klickt, dann hat man diese 5 Auswählmöglichkeiten. Der mittlere ist der aktuelle Kurs. Das sind die ganz normalen Optionen. Hier zum Beispiel vom Preisausbruch ausgehe, könnte ich hier jetzt nach oben handeln. Das tue ich jetzt aber nicht. Ich kann aber auch hier draufklicken und hier unten draufklicken. Wenn ich hier draufklicke, dann sieht man, dass der Einstiegskurs sich jetzt unterhalb des aktuellen Kurses befindet. Wenn ich jetzt also klicke, dann muss sich der Kurs erst gegen mich bewegen, ein ganz schönes Stück, um in den Verlust reinzukommen. Dann verdiene ich eigentlich auch nur 17% im Moment. Ich kann auf der anderen Seite zum Beispiel auch das oberste Level wählen. Dann kann ich hier einsteigen. Dann muss sich der Preis erst noch ein ganz schönes Stück bewegen, bis er dorthin kommt, wo ich im Gewinn bin. Ich habe aber auch ein gutes Stückchen mehr Gewinn, in dem Fall 127%. Je nach Strategie, die man handelt, lässt sich das auf verschiedene Arten einsetzen. Man kann zum Beispiel zum normalen Trade, den man in der Mitte setzt, den man normalerweise in der Strategie setzen würde, einen Trade setzen, der noch besonders sicher ist. Oder man kann nur den sicheren Trade setzen zum Beispiel und sich halt mit den 17% Gewinn oder 50% Gewinn begnügen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder man kann auf Situationen spekulieren, die wie hier einen starken Preisausbruch haben. Oder wie hier, News zum Beispiel. Hier oder hier oder hier. Oder auch Ausbruchstrategien. Die funktionieren da auch ganz gut. Auch Trendfolgestrategien in stark bewegten Märkten funktionieren ganz gut. Das sind so die drei Möglichkeiten, wie man die hohen Gewinne der Leiteroptionen durchaus nutzen kann. Insgesamt finde ich Pocket Option nicht schlecht. Hat ein paar Nachteile. Die Oberfläche, die spinnt bei mir ab und zu ein bisschen, wie man hier zum Beispiel sieht. Das ist irgendwie ein bisschen nervig ab und zu. Außerdem hätte ich gerne noch einen Fibonacci. Den gibt es leider nicht. Hier oben findet man Trendlinien und Horizontallinien. Hier findet man Indikatoren. Auch ein bisschen blöd ist, dass ein Indikator hier unten verdeckt ist. Das werden die hoffentlich noch ändern. Noch interessant bei Pocket Option ist das Social Trading hier. Hier kann ich mir zum Beispiel jemanden angucken. Sehe, wie er heute, gestern und insgesamt abgeschnitten hat. Den lasse ich mal hier reinschauen. 59% insgesamt ist gar nicht so schlecht. Dann kann man den hier kopieren zum Beispiel, wenn ich da draufklicke. Dann kann ich hier die Proportion angeben, wie viel Prozent von seinem Einsatz ich handeln will. Ich kann angeben, wann er aufhören soll mit dem Social Trading. Also die Balance. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe 535, wenn ich jetzt 400 angebe, dann kann er nur 135 verlieren maximal. Ich kann hier angeben, wie viel eine Minimumwette ist und hier kann ich angeben, wie viel das Maximale ist. Zum Beispiel. Dann noch auf Confirm und dann geht's los. Habe ich jetzt noch nicht ausgiebig getestet. Das werde ich demnächst dann nochmal tun. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Aufwärtsbewegung zu erwarten. Da handle ich einfach mal hier mit. Man sieht, mein Trade-Einstieg ist jetzt ein gutes Stück unter einem Preis. Ich habe eigentlich auch maximal 18% Gewinn. Wie gesagt, ich finde das Feature auf jeden Fall ganz gut. Man kann sich damit noch ein bisschen absichern.
und hat generell mehr Möglichkeiten, seine Strategie umzusetzen. Auszahlung hat bei Pocket Option auch ganz gut geklappt. Da habe ich mir 100 Dollar testweise aufs Grill überweisen lassen. Das hat gerade mal einen Tag gedauert. Insgesamt drei, es war aber das Wochenende dazwischen. Hier gibt es noch Bonussachen, die werde ich nochmal erklären demnächst. Demokonto hat man. Insgesamt finde ich Pocket Option gerade für kleinere Kapital recht interessant. Auch interessant sind hier die Turniere. Es gibt jeden Tag ein kostenloses Turnier, soweit ich weiß. Hier, das ist soweit ich weiß jeden Tag. Oder zumindest jeden Wochentag. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Turniere, bei wo man für Geld mit einsteigen kann. Ich habe hier jetzt zum Beispiel gewonnen. Wie man sieht, trotz der Gegenbewegung hier habe ich den Trade gewonnen. Hätte ich eine normale Option gehandelt, wäre das knapp geworden. So hat das aber funktioniert. So, ich hoffe, ich konnte das halbwegs gut erklären in dem Video. Ich freue mich über Kommentare oder ein Like und bis zum nächsten Video.